was machen Sachen? Ja, wird Zeit für ein neues Tutorial. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Ja, wenn ihr eurem Charakter ein bisschen mehr Ausdruck geben möchtet, wie das, was ihr gerade am Anfang gesehen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Genau das werde ich euch nämlich zeigen. Ich werde euch aber nicht zeigen, wie ihr Unity bekommt und wie ihr das Plugin bekommt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wenn euch das noch interessiert, wenn ihr das braucht, ich habe ältere Tutorials, die werde ich auch unten verlinken. Achtet hier dabei, ich sage es auch in dem Tutorial nochmal. Nutzt die richtigen Versionen. Also für das VRM-Plugin braucht ihr die richtige Unity-Version. Achtet da bitte drauf. Die ändern sich ständig, weil es gibt immer wieder Updates, dass das übereinstimmt. Und wenn ihr euch unsicher seid, nehmt ruhig eine bisschen ältere Unity-Version mit neuerem Plugin. Das funktioniert eher wie andersrum. So viel dazu. So, dann hüpfen wir erstmal direkt in Unity rein und gucken, was da so geht und was wir da jetzt eigentlich so tun müssen, dass wir unsere Texturen ins Offset setzen müssen, weil genau das werden wir machen. So, ich setze mich mal auf diese Seite. Es ist jetzt nicht so wichtig. Das, was hier ist, ist jetzt eher das Wichtigere. Ihr seht, ich habe schon unter anderem meinen Charakter da drin. Das ist die letzte Version, die ich habe. Was wir brauchen, sind die Texturen. Die müssen wir nämlich erstmal anpassen. Ist nicht so schlimm. Wenn ihr nicht wisst, wo die auf eurem PC abgelagert sind, ist nicht schlimm. Ihr habt auch hier in Unity, jetzt sitze ich natürlich direkt davor, warte. Ihr habt hier in Unity auch jede Menge Unterordner und unter anderem sollte da irgendwo auch einer sein, der Texturen heißt da. Und das hier ist das Gesicht in meinem Fall. Mein Charakter ist ja aus einer Basis aus VRoid Studio, was uns das erleichtert. Diese Gesichter sehen nämlich alle so aus, was auch die Sache jetzt ein bisschen erleichtert, neue Texturen zu erstellen mit verschiedenen, ja, Gesichtsausdrücken, nenne ich es jetzt mal. Ja, wir brauchen das hier. Wir gehen auf Show in Explorer. Wo haben wir es denn? Da oben. Und dann führt er euch direkt zu dem Ordner, wo das abgelegt ist. Was wir jetzt brauchen, ist ein Zeichenprogramm. Es ist vollkommen, was es ist. Selbst Paint würde gehen, wenn auch ein bisschen schwieriger, aber ihr könnt GIMP, ihr könnt Krita, ihr könnt Photoshop oder sonst was nehmen. Ist vollkommen Wurst, Hauptsache ihr könnt drin malen. Dann gehen wir hin, öffnen das. Die Textur einfach in eurem favorisierten Zeichenprogramm. So, haben wir sie hier. Wir brauchen die jetzt viermal. Wie gesagt, wir setzen das ins Offset. Sprich, wir schauen uns immer nur einen bestimmten Teil einer Textur an. So, in Photoshop gehe ich jetzt einfach auf Image. Ich kann auf die Canvas Size oder die Image Size gehen, ist eigentlich vollkommen egal. Gehe hier hin. Ich verdoppel das. In beide Richtungen und sage ihm, ich hätte das Bild hier oben gerne in der Ecke. Zack. So. Je nachdem, was ihr jetzt machen möchtet, könnt ihr das hier einfach vervierfachen. Also einfach. Zack. Und zack. Und dann einfach oben drüber weiterzeichnen oder einfach direkt neu zeichnen, wie ihr das möchtet. Da ich die Basis hier aus VRoid habe, mache ich es mir einfach, gehe in VRoid, habe jetzt das Modell jetzt so nicht mehr hier drin. Ich nehme jetzt einfach an, ja, ist ja vollkommen Wurst. Mir geht es ja um die Textur, also ist das egal, was für ein Modell das ist. Dann gehen wir hin, wo waren die Facepaint? Dann klaue ich mir nämlich einmal den hier. Dann gehen wir auf Edit Texture. Das hier möchte ich haben. Default Design. Export. Pack das an, kann dann den Download speichern. Dann gehe ich wieder in mein Photoshop. Guck mal, wo ich es hin habe hier. Gehen wir das hin. Und pack mir das passend drauf. So. Und pack das hier zum Beispiel in einen Multiply. Oder in einen Color Burn. Naja, durch Darken Color? Nee. Darken? Nee, okay, gehen wir beim Multiply. Wir bleiben beim Multiply. Wir könnten das natürlich auch sagen, in Photoshop können wir leicht Adjustments machen. Wenn es einen lässt und sagen, ich möchte das vielleicht ein bisschen dunkler. Weil ich habe ja bei meinem blauen Körper, ich mache es ein bisschen mehr lila. Ich bin ja sehr blau. Ist immer schwierig. So, zack. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Bisschen Merge Layers und hätten wir das schon mal. Haben wir schon mal eine Textur? Suchen wir uns die nächste raus. Aber wo ist denn da? Nein, das OBS. Das hier will ich. So. Dann machen wir das einmal zu. Nein, ich möchte das nicht speichern. Dann holen wir uns die Tränen, die sind eigentlich auch mal ganz nice. Irgendwo sind die doch. Bin ich blind? Nee, da.
Da. Mal wieder Edit Texture. Dann holen wir uns die raus, Export. Nennen das irgendwie, dass wir das vielleicht nicht überschreiben direkt. Zack, zack. Das ist immer schwierig einzuschätzen, aber es müsste eigentlich passen. Man kann ja ein bisschen nachtweaken. Deswegen merge ich das nicht direkt. Aber hier irgendwas Schönes, was gut funktioniert. Na, aber ein bisschen. Ich will das nicht ganz so weiß haben. So vielleicht. Ja, wenn wir schon dabei sind, einfach mal, weil wir es können, male ich mir jetzt noch einen Blush. Freihand. Sagt, es wäre sinnvoller, wenn ihr das halt in ein Zeichenprogramm macht, wo ihr den Charakter direkt seht. Sei es jetzt in Blender, sei es in VisiFace. Ich mache jetzt einfach mal vorzeigemäßig. Verkacke ich es erstmal. Naja, mit zack. Mach es ein bisschen blasser. So, da. Die Idee kommt rüber. Darum geht es ja nur. Dann gehe ich hin. Export. Port PNG und hau das auch erstmal in den Download. Nenne das auch ein bisschen um, dass es nicht überschreibt. Das ist, keine Ahnung, Z oder so, was ja Wurst. Ist ja vollkommen egal, wie es heißt. Da ist es. Das wollen wir jetzt wieder hier drinne haben. Dann ziehen wir das einfach hier rein. Blöpp. Zack. Dann gehen wir hin in das Material. Ich gehe auf den Charakter, gucke, wo es ist. Das ist nicht das Gesicht, das will ich ändern. Ich brauche das Gesicht. Das hier ist das Gesicht. Da packe ich das jetzt rein. Einfach zack, zack, ausgetauscht. Das sieht jetzt auf den ersten Blick etwas seltsam aus. Das soll so nicht. Ist ja alles jetzt drauf. Wir wollen ja immer nur diese eine Ecke. Und das müssen wir jetzt einstellen. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier. In Scale und Offset. Das ist das, was wir brauchen. Also die Skalierung und das Offset. Die Skalierung machen wir erstmal um die Hälfte. Und sehen, okay, bei 0, 0, 0, 0 sind die Drehen und die haben wir ein bisschen verkackt. Wir können hingehen und das ein bisschen anpassen. Vielleicht sollen wir ein bisschen weiter runter. Hätte ich mir denken können, dass ich die Augenhöhlen. Denken hilft auch manchmal bei Sachen. Speichern. Einmal das überspeichern. Austauschen. Man kann auch hier einfach direkt überschreiben, deswegen müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr Sachen, die ihr nicht überschreiben wollt, dass ihr die nicht gleich nennt. Weil die möchte ich ja behalten für den Fall der Fälle, deswegen muss ich die umbenennen. Sollen wir sehen? Ah, hat schon besser funktioniert, noch nicht perfekt. So Sachen sind halt, wenn man es direkt in einem Zeichenprogramm macht, immer ein bisschen schwierig. Okay, Textur ein bisschen angepasst. Aber wir wollen ja nicht immer direkt weinen. Wir müssen jetzt den Standard erstmal festlegen. Der Standard ist ja nicht immer weinen. Könnt das natürlich machen, wenn ihr das möchtet. Ich halte euch da nicht auf. Aber das möchte ich für meinen Charakter nicht. Wir gehen auf 0 und 0,5. Und schon haben wir das ausgesuchte Gesicht. Okay. So, jetzt haben wir erstmal unseren Standard festgelegt. So sehen wir aus. Und jetzt wollen wir das Offset, dass sich die Textur verschiebt, an eine Blendshape binden. Und das machen wir jetzt. Wir gehen einfach nochmal auf den Charakter. Suchen uns die Blendshapes raus, die sind hier, Doppelklick, das öffnet sich und jetzt suchen wir uns die passende Blendshape für die Texturverschiebung. Es bietet sich bei den Drehen natürlich an, in Zero reinzugehen, also fürs Traurig. Dann gehen wir auf Material List, machen wir ein Plus, suchen uns hier, ich habe es sinnvollerweise Kopf genannt. Dann gehen wir auf Main Texture ST, also das ist das ja, Scaling und Offset, Tiling vielleicht. Scaling und Tiling heißt das eventuell vielleicht. Auch wenn das hier Offset nennt, dann machen wir da 0,5. 0,5. Und ja, passt ja. Drehen sind vorhanden. Wenn wir es größer machen, kann man es besser sehen. Dann haben wir ja zum einen diesen dunklen Schatten. Den können wir zum Beispiel bei Surprised reinpacken. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Auf Plus. Auf Kopf. Hallo? Jetzt lass mich das drücken. Hallo? Hallo? Jetzt hier. Wie gesagt, ihr könnt jede Menge andere Sachen noch machen. Da werden wir vielleicht später mal drüber sprechen, aber das ist ja das, was wir gerade wollen. 05, 05 und 05, 05. Dann haben wir das. So. Wir können das natürlich auch nicht direkt an Gesichtsausdruck binden, sondern halt
direkt so einfach nutzbar machen. Dann geben wir einfach Create Blend Shape. Das machen wir jetzt zum Beispiel mit dem Blush. Glaube, das schreibt man so. Ich kann mich auch täuschen, ist egal. Den packen wir da rein und sagen, wir lassen das so, wie es ist. Wir gehen nur in die Material List. Machen hier dann Plus. Dann 05, 05 und 405. Ja. Das können wir natürlich auch für jedes andere machen. Machen wir die Tränen, machen wir die noch einzeln. Eigentlich clear. Ich vertipp mich als, was soll denn das? Kopf. 505. Naja, sagen wir mal Schatten. Da ich ja momentan mit Blend Shapes weniger arbeite, wenn ich über das iPhone tracke, mache ich das jetzt mir einzeln. Ah, das ist immer, mit dem Auswählen ist immer schwierig. Ich glaube, ich drück zu schnell. Dann war es hier 05, 05. Yes. Dann habe ich das hier halt einzeln zum Auswählen. Oder ich habe es in Verbindung mit einem schon vorhandenen Blend Shape. Ihr dürft das natürlich machen, wie ihr das möchtet. Jetzt müssen wir den Charakter nur noch aus exportieren. Anklicken. VM0. Export to VM0. Machen wir mal 1.1 hinten dran, weil wir ein bisschen was geändert haben. Export. Und dann speichert ihr das irgendwo ab, wo ihr das vielleicht auch wieder findet. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch eine klitzekleinigkeit einstellen in VC Face, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Oh, ich habe ja schon was gedrückt. Okay. Ja, Blend Shapes aktiviert. Sah bestimmt sehr lustig aus die ganze Zeit. Egal, ich lasse das jetzt so. So, dann gehen wir hin, Expression Settings und schauen, ob das stimmt. Ja, funktioniert. Was hier halt wichtig ist, dass ihr die Transition Time auf 0 setzt. Wenn wir das nicht machen, dann sieht das ja etwas seltsam aus. Surprise haben wir auch. Haben wir nicht? Hallo? Wieso geht das nicht? Doch jetzt. Okay, natürlich auch die einzelnen können wir mal austesten. Machen wir die Tränen dahin. Nein. Wollte ich nicht. Ich verklick mich, okay. Die Tränen. Den Schatten. Und den Blush hier. Und da auch wieder alles auf Transition 0. So, und dann können wir. Ah, okay. Wir müssten das auf Base umschalten, weil sonst mischen sie dich. Den Schatten und den Blush. Das hatte ich eben. Ich hatte die Tasten gedrückt und das Offset hat sich falsch gesetzt. Jetzt kann ich hier durchschalten, wie ich will. Jetzt funktioniert alles. Yay! Ja, und dann würde ich sagen, hat alles funktioniert. Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse und dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen!